Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wie man schon vermuten kann, sind wir wieder am Bauen. Diesmal aber ganz woanders, wieder woanders. Da war so viel Material. In dieser Gegend war so viel Material. Und da dachte ich mir doch glatt, ja, hier müssten wir bauen. War vielleicht nicht die allerbeste Idee. Denn kaum nachdem wir angefangen haben, haben wir gemerkt, dass hier gar kein Grünzeug in der Nähe ist und dass wir auch nicht gut angezogen sind zum Bauen. Zum Hin- und Her-Transportieren zumindest nicht. Und dann ist uns aufgefallen, dass die Sachen wohl doch irgendwie verschwunden sind, die wir da abgehackt haben. Und außerdem ist der Bombardierkäfer dann ja wohl doch nicht mehr hier. Von denen brauchen wir noch zwei. Aber wenn der da raufkommen könnte, der würde uns alles kaputt machen da oben. Und dann machen wir hier unten einen Zaun drumrum. Sowas hier. Zack. Kommt nachher drumrum. Palisaden. Da haben wir doch Baumaterial hier gefunden. Boah. Gras haben wir auch in der Graslandschaft genug. Ja, da war ja was mit dem Trinken hier in der Ecke. Trinken ist hier ein bisschen schlecht so. Keine Blumen, kein Nektar. Doch so, nämlich da vorne könnte hier irgendwas sein. Na endlich. Ganz klar, der Mensch war hier. Das macht, sowas macht, richtet kein Tier an. Auf der ganzen Welt kein einziges kann so viel Schaden anrichten. In der kurzen Zeit.
Aber der Mensch. That tastes really good. Grashüpfer. Das war das Gras und wir waren am Hüpfen, also Grashüpfer. I am sleepy. No joke. Ja, ein neuer Tag, was er uns wohl bringt. Bis jetzt nicht viel. Alle sind vielleicht noch am Schlafen. Ja. Mal sehen, ob hier noch so ein Käfer auftaucht. Ein bombastischer Bombardierungskäfer. Aber vielleicht dürfen wir auch in Ruhe bauen. Erstmal da oben. Die kommen dann alle. Die kommen dann alle, wenn das fertig ist, um es kaputt zu machen. Oh, das Unkraut lassen wir erstmal hier stehen. Ich weiß ja immer noch nicht, wie das so mit dem Unkraut ist. Ob es nachwächst und wann es nachwächst. Gefährliche Ecke hier. Ja, mal speichern. Der Titel war nämlich vorhin auf dem Desktop. Und ließ ich dann nicht nochmal starten. Vermutlich haben wir zu viel abgehackt.
Wird uns gar nicht angezeigt, dass wir den Gleiter da haben. Sonst sieht man das doch immer. Die schon wieder. Na gut, für unseren Bogen kriegen wir ja so einiges. Hier an dieser Stelle. Eine schöne Stelle. Irgendwie sind die Stellen alle schön. Jede Stelle hat so ihre Eigenarten, ihre Besonderheiten. Außer vielleicht das total verstrahlte Gebiet, das verseuchte Gebiet, das zugenebelte, das vergiftete Gebiet. So, jetzt habe ich es endlich. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so schön. Da würde ich vielleicht vorerst zumindest kein Haus bauen, aber nachher dann vielleicht doch irgendwann. Was mich interessiert, wie können wir diesen Bogen reparieren? Mit Spinnennetzen, das ist schön. Davon haben wir ja manchmal welche. Ich schätze mal, das hier können wir alles abreißen. Das müssen wir schöner machen. Oh, Durst und Hunger. Hunger? Na, das mit dem Trinken wird vielleicht ein bisschen schwierig hier. Ich weiß, da hat jemand Durst. Da ist ja auch schon was zu trinken. Feeling refreshed. Die Leute im Haus müssen doch sehen, dass hier im Garten irgendwas passiert. Die sind gar nicht da, vielleicht sind die im Urlaub oder sowas. Ja, wie gesagt, vor einigen Folgen kam ich ja mal auf die Idee. Wir wurden vielleicht zum Unkrauthirten hier runtergeschickt. Und zum Rasenmähen.
dachte, hier wäre irgendwo noch eine Dose versteckt. So, eine Getränkedose. Nee, keine Chance hier zu überleben. Wir müssen erstmal was zu trinken finden. Damit meine ich nicht so eine schmuddelige Pfütze. Ich meine etwas Richtiges zu trinken. Sollen wir Richtung Basis mal gehen, denn wir finden hier nichts zu trinken, glaube ich. Ja, wie machen das die anderen Tiere denn wohl? Ja, vielleicht sollten wir dem Rüsselkäfer mal folgen. Der muss ja auch mal was in seinen Rüssel reinstecken. Zwei Tröpfchen nur. Immerhin. Hydration is the key to performance. Richtig, immer schön trinken. Ach so, ich auch. Fünf Fasern, sechsmal Wheatstem und acht von diesen Steinen. Fünf Spinnennetze. Es darf auch gerne etwas mehr sein.
Jetzt brauchen wir nur noch die Reparatursteine. Oh, die Ameise wird uns jetzt nicht mögen gerade. Verrückt? Okay. Wie, hat sie uns erwischt? Wie das denn? Tut mir leid, aber irgendwie hast du sie nicht alle außer Rand und Band. Wow. Naja. 8 von diesen Steinen. Gut, dann haben wir noch 2 zum Reparieren. Hier sind ja noch viel mehr drin. Super. Ach, die Ameisenköpfe nehmen wir ruhig mit. Ich hoffe, wir finden jetzt unterwegs nichts. Was? Spinnengift? So geht's aber nicht. Das kann ja nicht hier liegen bleiben. Das ist ja total wertvoll. Moment. Das ist das vielleicht aus unserer Truhe? Wir haben doch gesagt, in unserer Truhe war mal sowas und dann war es auf einmal nicht mehr da. Ja, viele Wege führen nach Rom. Die Taschen sind voll. Seilbahn. Eine Seilbahn wäre noch cool, oder? Mit der man so ganz schnell von einem Punkt zum anderen reisen könnte. Ah, der Stinkekäfer. Da drüben stinkt da alles voll. Trockenes Gras hier. Was war das? Oh, gut. Aber jetzt gerade nicht. Ja, das Ding sollten wir schon schnell aufbauen. Aber wohin am besten? Da oben drauf? Boah, das nimmt ja schon ordentlich am Platz weg.
Oder hier so hin? An der Harke? I, hier so giftig? Naja, vielleicht lieber hier. Hier kommt so eine Art Balkon oder so etwas hin. Wobei, der Balkon wäre besser auf der Seite aufgehoben. Ja, aber das ist die hässliche Harke. Da können wir auch einen Balkon machen. Wer weiß, wie hoch wir das bauen. Wo hier doch so viel Baumaterial ist. Oh. Ja, ja, das ist ungewöhnlich. Sonst kriegen wir fast das Doppelte hin. Mit unserem Ameisenanzug. Irgendwann wissen die, dass wir hier oben wohnen wollen. Stämme brauchen wir wie viele? Stämme 6 brauchen wir. Oh, schade. Thank you.
Das wird nicht schlecht hier. Dann haben wir hier immer so ein Jagdhaus quasi. Oh! Entschuldigung, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Kommt er uns besuchen? Oh, schwer zu sagen. Naja, und unten werden mit der Zeit massig Pfeile von uns rumliegen. Sollen wir nicht doch mal hier so ein Unkraut hacken? Eins. Damit wir wenigstens Wasser haben am nächsten Tag. Och. So wenig kam da nur raus. Na, dann müssen wir noch eins hacken. Schade. Und der andere da? Zu weit weg. Wir kümmern uns lieber um ein bisschen Wasser am nächsten Tag. Haben wir das falsche Werkzeug ausgerüstet? Nö. Baumwelt? Oh. Und das in der Nacht. Ach, das sind die Kleinen nur. Ja, aber wenn die alle kommen, dann ist das auch schon kritisch.
Lauf, 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 lauf. Gut. Doch, am Ende der Folge sind wir. Dann bedanke ich mich recht herzlich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.